Zu Weihnachten lag ganz Deutschland diesmal nach langer, langer Zeit wieder unter einer geschlossenen Schneedecke. Umso mehr wird auf manchem Gabentisch eine neue Skiausrüstung gelegen haben. Damit die Freude daran lange anhält und Diebe bei Ihnen keine Spuren hinterlassen können, waren wir für Sie im Osterzgebirge unterwegs. Junge Zapfe schneit, blick den Bretter dann bereit, saus mit Schwung ins Winterland hinein. Dank Goldmarie verspricht die Saison für die Liebhaber des Wintersports wie hier im idyllischen Holzau eine sehr lange zu werden. Gemeinsam mit Frau Holle sorgte sie für eine märchenhafte Schneelandschaft, die jedermann auf die Pisten und in die Loipen lockt. Und wenn sich dann die Knochen von den vielen kräftezehrenden Abfahrten nach einer Pause sehnen oder das Gesicht vom eisigen Wind eine Aufwärmung braucht, dann freut man sich auf die wohlverdiente Pause, die für die nächsten Abfahrten fit machen soll. Leider denken die wenigsten in diesem Moment an die unangenehmen Zeitgenossen, die einem die Freude am Winterspaß schnell verderben. Nicht selten bekommen die teuren Bretter nämlich unerwartet Beine. So etwas ist ziemlich ärgerlich, denn eine Wintersportausrüstung ist einige hundert Euro wert und meist sind die Bretter nicht versichert. Es gibt keine genauen Zahlen, aber der Deutsche Skiverband geht davon aus, dass jährlich mehr als 10.000 Bundesbürger im In- und Ausland Opfer von Skidieben werden. In der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge wurden im Jahr 2010 42 Skidiebstähle angezeigt. Der Schwerpunkt dabei lag in Oberwiesenthal. Dort wurden 31 Diebstähle durchgeführt. Die restlichen 11 fielen auf die Umgebung von Chemnitz und auf die Stadt Chemnitz. Anders sieht es dabei aus in Österreich, wo man davon ausgeht, dass im Jahr ca. 10.000 bis 20.000 Diebstähle stattfinden. Das bedeutet, in diesem Bereich ca. alle halbe Stunde wird in Österreich ein paar Ski gestohlen. Die Möglichkeit, seine Ski wiederzufinden, ist äußerst gering. Die Aufklärungsrate in der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge beträgt 5%. Im Gegensatz zu Österreich, dort sind es ca. nur 2%. Hier in unserem Bereich handelt es sich meistens oder ausschließlich um Einzeltäter. Wobei Österreich, Schweiz, kann man davon ausgehen, dass dort die Diebstähle durch organisierte Tätergruppen durchgeführt werden. Erschwerend bei der Fahndung nach dem Diebesgut ist, dass die meisten Wintersportler nicht einmal die Marken ihrer Ski wissen. Dabei ist es ein schnelles, einen Steckbrief für die eigenen Ski anzulegen. Um das Auffinden von Ski zu vereinfachen, ist es empfehlenswert, sich einen Skipass anzulegen mit folgenden Daten: Hersteller, Typ, Länge und Größe, Farbe, Dekor, individuelle Merkmale sowie Beschädigung, falls welche vorhanden sind. Außerdem sollte die Seriennummer mit eingefügt sein, die etwa in Bindungshöhe eingestanzt oder gelasert wurde. Wenn man seine Ski abstellt, ist es ein guter Tipp, wenn man seine Ski getrennt abstellt, wenn wir mehrere unterwegs sind, jeder seine Ski woanders hinstellt, sodass es für die Täter erschwert wird, die Ski zu finden. So etwas kann, muss aber nicht vor Diebstahl schützen. Es gibt aber auch noch andere Tricks, wie der Fachmann verrät. Ja, es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Das geht aber nur, wenn man in einer größeren Gruppe ist. Man schmeißt die Ski auf den Haufen und die Diebe machen sich nicht die Mühe, dann die Ski einzeln auseinander zu klamüsern. Und so, wie man sein teures Fahrrad vor der Haustür sichert, kann man auch seine Skier wirkungsvoll mit einem Schloss vor Dieben schützen. Ja, es gibt ein leicht handliches Seilschloss mit Zahlenkombination. Praktischerweise ist bei einigen neueren Skiern schon ein Loch vorgesehen. Wichtig, man sollte nicht vergessen, das Schloss an dem Skiständer oder an anderen festen Sachen festzumachen. Bei neueren Langlaufskiern ist das auch schon vorgesehen. Also man kann das hier einklicken und kann das hier festmachen. Aber auch bei einer kurzen Rast bei der Anreise zum Skivergnügen oder der Heimfahrt danach besteht die Gefahr, Opfer von Skidieben zu werden. Und die Ski auf dem Autodach, lose oder auch in der abgeschlossenen Box, sind nicht durch die Kaskoversicherung des Autos abgedeckt. Die zahlt nur, wenn die gestohlenen Dinge fest mit dem Auto verbunden sind, wie beispielsweise ein eingebautes Autoradio. Und die Hausratversicherung deckt den Diebstahl aus der abgeschlossenen Dachbox nur, wenn das Auto in einer verschlossenen Garage geparkt war. Leer gehen Wintersportler auch bei den meisten Reisegepäckversicherungen aus. Denn diese übernimmt den Schaden nur, wenn der Versicherte belegen kann, dass er auf die Bretter sorgfältig aufgepasst hat. Kein Problem, solange man auf diesen steht. Wer aber zwischendurch einen Einkehrschwung in einer Skihütte macht, die Bretter abschnallt und sie dann nicht ständig im Blick hat, ist nach Meinung der Versicherer selber schuld und geht leer aus.
Schutz kann hier eine spezielle Ski-Diebstahlversicherung des Alpenvereins oder des Deutschen Skiverbandes bieten. Ja, die Skiversicherung ist wirklich eine praktische Sache. Man bekommt den Einstieg schon ab 20 Euro. Damit ist nicht nur Diebstahl, sondern auch Skibruch versichert. Beim Neukauf wäre es zu empfehlen, die Versicherung gleich mit abzuschließen. So bekommt man nach 3 Jahren noch 50% vom Neuwert ersetzt. Versichert sind da die Skier auch am Tag zwischen 6 und 19 Uhr, auch wenn sie nicht abgeschlossen sind. Abends sollte man die Skier natürlich in einem geschlossenen Raum oder im Auto aufbewahren. Nutzen Sie also den abgeschlossenen Skikeller Motel, auch wenn es etwas Mühe bereitet, Ihre wertvollen Sportgeräte in Sicherheit zu bringen. Und vergewissern Sie sich, dass keine Unberechtigten Zugang haben. Und wenn Sie eine Skiversicherung abschließen, dann denken Sie am besten daran, dass die Police weltweit gilt. Man weiß ja nie, wohin der nächste Urlaub geht. Zum nächsten Fall. In Plauen brachen am 30. Oktober Diebe in ein Einfamilienhaus ein. Sie stahlen Schmuck, Bekleidung, Bargeld und anderes.